Was glauben Sie, worauf sitze ich gerade? Auf Ihre Müll. 600 Kilo produziert jeder Österreicher pro Jahr. Und nicht alles, was Sie so wegwerfen, landet auch wirklich auf der Deponie. Zum Beispiel Ihr Paar Skier. Die, die Sie nicht mehr brauchen, sind jetzt praktischerweise ein Sessel geworden. Doch wer sind die Menschen dahinter, die eben aus Ihrem Müll Designmöbelstücke machen? Knapp 60 Millionen Tonnen Müll fallen jedes Jahr in Österreich an. Doch nicht alle Abfälle landen auf der Deponie. Manche verwandeln sich in stylische Designerstücke. Wenn aus Müll etwas Neues und sogar Wertvolleres entsteht, heißt das Upcycling. Wir präsentieren drei kreative Upcycling-Ideen aus Österreich, die zeigen, wie Sie aus Abfällen individuelle Objekte erschaffen. Idee Nummer 1. Möbel aus Ski. Alte Ski finden in der Nähe von Graz ihre neue Bestimmung. 1, 2, 3, 4. Denn Jakob Lederer baut aus ihnen Möbel. Seit 3 Jahren macht der studierte Maschinenbauer aus den Sportgeräten alle Arten von Einrichtungsgegenständen. Warum der 33-Jährige ausgerechnet Ski vermöbelt, hat einen einfachen Grund. Ja, ich bin ein begeisterter Skifahrer und kann mich selber nie trennen von meinen Ski. Das sind einfach Dinge, die mir ins Herz gewachsen sind, und will ich es nicht wegschmeißen. Dann habe ich mal irgendwann gedacht, da muss man doch noch was draus machen können. Seine Ski holt Jakob hauptsächlich vom Sturzplatz. Er bekommt aber auch immer wieder ausgemusterte Paare geschenkt. Hier in seiner Werkstatt lagert er einige 100 Paare aller Arten. Heute baut der 33-Jährige ein Garderobenbankerl aus 4 alten Tourenski. Ja. Dafür muss er diese zuerst mit einer Flex zu Kleinholz verarbeiten. Vorgezeichnete Pläne gibt's keine. Macht Jakob jetzt einen Fehler, muss er mit anderen Ski von vorne beginnen. Sind alle Teile zurechtgeschnitten, bohrt der Steirer in diese Löcher. So können sie später fest miteinander verschraubt werden. Idee Nummer 2. Lampen aus PET-Flaschen. Oft landen Einwegverpackungen im Müll. Nicht so bei den Wiener Designern Fiedel Peugeot und Karl Pircher. Sie verhelfen ausgedienten Einwegverpackungen wie Flaschen oder Tablettenschachteln zu einer neuen Existenz als Designerlampen. Bei uns ist es eine Selbstverständlichkeit in unserem Design, diese ökologischen Gedanken, Recycling, Upcycling und so weiter, einfließen zu lassen. Gerade hat ein Kunde eine Lampe aus ausgedienten Plastikflaschen, einen sogenannten Lichtbaum, bestellt. Dafür brauchen Sie nur ein paar PET-Flaschen und Eisenrohre. Preis 1.800 Euro. Für diesen brauchen Sie ganz bestimmte Flaschen. Wir haben mit Grün probiert, wir haben es mit Schwarzen probiert, mit Weißen. Aber für die Bäume ist das Blau einfach das Beste. Hey, servus. Was denn in die Kisten wühlen? Ich hab schon was für euch. Genau 190 Plastikflaschen brauchen Sie. Die bekommen Sie hier kostenlos. Jetzt haben wir es wieder geschafft, oder? Wie Laubbäume haben auch die Lichtbäume Kronen. Die Halterung für sie wird hier in dieser Metallverarbeitungsfirma hergestellt. Per Laser. Schau, das ist ja schon wie polierte. Perfekt. Ja, da braucht man keine Nachbearbeitung mehr. Schau, mit einem guten Laser hast du echt nur einen Arbeitsweg. Das ist effizient. Hergestellt wird die Halterung aus einem Edelstahlblech. Und weil wir bei Recycling-Designern sind, besteht auch das Blech zur Hälfte aus Altmetall. Ein Laser schneidet die Form präzise und schnell aus. Jetzt müssen da noch die Flaschen rein. Idee Nummer 3. Taschen aus Elektroschrott. Elektroschrott jeglicher Art findet sich in der Trash-Design-Manufaktur in Wien. 1200 Tonnen ausgemusterte Haushaltsgeräte und Computer werden hier pro Jahr in ihre Einzelteile zerlegt. Ein kleiner Prozentsatz davon landet aber nicht im Sondermüll, sondern bei Magdalena Höller. Sie fertigt aus altem Elektroschrott stylische Accessoires, Möbel oder Schmuck. Recycling hatte für die 39-Jährige immer schon einen hohen Stellenwert. Für mich ist das aber eigentlich schon wieder so, dass es so normal ist, weil es bei mir in meiner Familie zu Hause, in meiner Kindheit schon so war und jetzt durch meine Arbeit noch verstärkt wird. Ich kann mir eigentlich für mich gar nichts anderes mehr vorstellen. Heute macht sie eine coole Handtasche aus alten Leiterplatten und einer ausgedienten Waschmaschinentrommel. Für mich ging es darum, Produkte zu finden, die es am Markt noch nicht gibt. Ja? Und vieles gibt es halt einfach schon. Und
da ist man dann irgendwann gekommen, dass Taschen aus diesen Materialien was ganz Außergewöhnliches werden. Die Materialien für die Tasche müssen aber zuerst gewonnen werden. Und zwar auf die harte Tour. In der Demontage sind 50 Mitarbeiter damit beschäftigt, Elektroschrott fachgerecht zu trennen und zu entsorgen. Darunter sind auch die Waschmaschinen und Computer, die die Ausgangsmaterialien für Magdalenas Handtasche liefern. Die Computer, da sind für uns besonders begehrenswert die Leiterplatten, die da drinnen sind, weil die so in vielen tollen bunten Farben gibt und die brauchen wir auch, um unsere Handtasche machen zu können. Die Leiterplatte baut Magdalena selber aus. Bei der Waschmaschine ist mehr Kraft notwendig. Das übernimmt ein Arbeiter. Sind Trommel und Platte ausgebaut, geht's ab in die Ideenwerkstatt. In der Steiermark beginnt Jakob Lederer inzwischen, die einzelnen Teile für sein Garderobenbankerl zusammenzubauen. Dabei wird möglichst alles wiederverwertet. Das ganze Möbelstück soll nur aus Recyclingteilen sein. Das sind die Bindungsschrauben, die so übrig bleiben von den Bindungen, die ich abmontiere. Und jetzt mein Recycling geht natürlich noch weiter, dass ich sogar die Schrauben verwende, wenn es möglich ist. Über 100 Ski hat der 33-Jährige schon vermöbelt. Pro Objekt braucht er ca. 2 bis 6 Paar. Zum Verarbeiten sind nicht alle Skimodelle gleich. Die alten Ski lassen sich eigentlich viel besser verarbeiten, weil die haben einen Holzkern. Und das ist Hartholz, das haltet alles bombenfest. Und dann gibt es halt so geschäumte Ski aus den 80er, 90er Jahren. Da haltet nichts, das ist immer ein bisschen schwierig, damit zu arbeiten. Also am liebsten habe ich so altes Material aus den 80er Jahren. Angst, dass ihm das Material ausgeht, braucht der Möbelbauer nicht haben. Tausende Ski landen in Österreich im Jahr auf der Deponie. Bei Jakob Lederer bekommen sie ein sinnvolles zweites Leben. Die Wiener Designer haben sich mittlerweile in ihre Kellerwerkstatt zurückgezogen. Dort schmelzen sie die Flaschen zu Reflektoren für das Licht aus Glühbirnen. Dafür reicht eine Heißluftpistole mit 150 Watt Leistung. Naja, ein bisschen nachhelfen müssen sie schon. Das Wichtige ist, dass die Hitze hoch genug ist, damit die Verformung eben diese Stabilität und den Effekt, wie man jetzt hier sieht, bekommt, dass es sich richtig biegt und dass die für das Licht später, dass es eine schöne Reflexion gibt. Also das ist jetzt eine recht schöne da. In den Flaschen bricht sich später das Licht der Glühbirnen und wirft ein glitzerndes Funkeln an die Wand. 3 Stunden braucht es, bis alle 198 Flaschen behandelt sind. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt gehen wir in die Schweißerei rüber. Ja. Die knapp 200 Flaschen brauchen als nächstes ein Gestell. Das schweißt Karl aus Eisenrohren zusammen. Restposten, die er günstig ergattert hat. Beim Upcycling kommen anders als beim Recycling auch neue Materialien ins Spiel. Es werden aber eben auch alte verbraucht. Das trägt dazu bei, Müll zu vermeiden und Ressourcen zu schonen. Einen ganzen Tag hat Karl für das Gestell gebraucht. Es sieht aus wie ein Baum mit Ästen. Eine weiße Pulverbeschichtung veredelt das Ganze. Magdalena Höller hat inzwischen in der Ideenwerkstatt die Flex angeworfen. Mit der schneidet sie das Bodenteil der späteren Tasche aus dem Blech der Waschmaschinentrommel. Das Metallstück muss die gebürtige Burgenländerin noch zurechtschneiden, die Kanten abschleifen und diese noch hochbiegen. 99% der Tasche sind recycelte Materialien. Auch die Scharniere der Waschmaschine können gebraucht werden. Und zwar gibt es ja da selten aber doch diese sogenannten Toploader, also die von oben zu beladen sind. Und die haben, wie man das sieht, ja diese Türe, die zu verschließen ist, genau. Und daraus werden die Scharniere rausgeschnitten und in unsere Taschen eingebaut. Als nächstes widmet sich Magdalena der ausgebauten Leiterplatte. Bevor sie die weiterverarbeiten kann, befreit sie diese mit einer Zange von allen abstehenden Bauteilen. Manche dieser Elemente sind problematisch. Da gibt es sogenannte Kondensatoren drauf. Das sind Schadstoffe, da ist eine Flüssigkeit drinnen, die ätzt und die muss ganz weg und auch gesondert entsorgt werden. Die Teile, die nicht mit der Zange mechanisch entfernt werden können, werden mit Hilfe einer Heißluftpistole runtergelötet. Dabei ist die richtige Hitzeintensität entscheidend. Wird die Platte zu heiß, ist sie ruiniert. Sind alle unerwünschten Elemente weg, wird sie auseinandergeschnitten. Nun geht's endlich ans Zusammenbauen.
Langsam nimmt das Garderobenbankerl von Jakob Lederer Gestalt an. Circa 4 Stunden dauert es insgesamt, bis das abgecycelte Möbelstück fertig ist. Genaues Arbeiten ist für den studierten Maschinenbauer Ehrensache. Dennoch sollen seine Möbel nicht perfekt sein. Die Kratzer kriege ich natürlich nicht weg, so wie da. Das ist einfach eine Gebrauchsspur. Und die Leute, die so ein Möbelstück kaufen, die wissen eh, das ist was Recyceltes. Und man soll diese Gebrauchsspuren auch sehen, finde ich. Denn jeder kleine Fehler macht das Bankerl zu einem Einzelstück. Noch eine Ablagefläche hinein, polieren und fertig. Das Garderobenbankerl ist Jakob Lederers 117. Möbelstück. Preis 370 Euro. Design aus alten, nicht mehr gebrauchten Ski. Umweltbewusst, kreativ und vor allem stylisch. Der Lichtbaum wird unterdessen gekrönt. Was aussieht wie eine Metallschneeflocke, spielt dabei die Hauptrolle. Diese Löcher haben nämlich exakt den gleichen Durchmesser wie die Hälse der Plastikflaschen. Sie werden einfach durchgesteckt und mit dem Verschluss verschraubt. Genial einfach! Der Baum erhält seine letzte strahlende Krone. Die Glühbirne in die Fassung, dann können die Flaschen bunte Lichtreflexe zaubern. Besser geht's eigentlich nicht. Abfall wird nicht nur wiederverwertet, sondern sogar deutlich aufgewertet. Die Upcyclingstücke glänzen mit dem Charme des Unperfekten und heben sich von der Massenware ab. Zurück in der Ideenwerkstatt der Trash Design Factory. Magdalena fügt bereits alle Einzelteile zu einem Designerstück zusammen. Dabei verschraubt die ehemalige Büroangestellte das Trommelblech mit den Scharnieren und den beiden Leiterplatten. Die Griffe sind alte Lichterketten. Und sogar der Verschluss ist recycelt. Das ist von einem Stromstecker, also genau einer von den Polen, die dann in die Steckdose kommen. Weil, wie gesagt, 99% Recycling. Das Innenleben der Tasche besteht aus alten, zugeschnittenen LKW-Planen und einer selbstklebenden Folie. Diese ist das einzig neue Element an der Tasche. 2 Tage braucht Magdalena Höller, um eine Tasche herzustellen. Das Ergebnis ist eine individuelle, upcycelte Handtasche, deren Herstellung nebenbei die Umwelt geschont hat. Ja, und diesen Armreif aus dem Wäschetrockner, den gibt es übrigens nur für 30 Euro. Alle Infos zu diesen tollen Schmuckteilen auf www.trashdesign.at.